Ja, und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ich habe gerade den Ingame-Sound mal ein bisschen lauter gestellt, weil halt wegen zu leise und so. Und ja, hoffe, das geht jetzt so. Hoffe, meine Stimme ist immer noch gut zu hören und alles. Und naja, sowas halt. Ja gut, also im letzten Part, ja, haben wir jetzt halt die Insel des Windes hinter uns gelassen und sind jetzt wieder hier beim Tempel des Meereskönigs und, ja, was soll man jetzt lange quatschen? Wir gehen einfach mal rein. Und kein Soundbug, habt ihr das gerade gehört? Es war nichts zu hören, richtig. Dann wartet mal ganz kurz. So. Hatte vergessen, mich in Skype auf beschäftigt zu stellen. Okay, ja, die nächste Seekarte wartet, ne? 12 Minuten. Okay. Jetzt haben wir also genau 12 Minuten Zeit, wenn wir uns bewegen, um die nächste Seekarte zu finden. Sollte ja eigentlich genau den Part ausfüllen. Nun gut. Kein langes Gelaber. Einfach drauf losstürzen. Was ich nur immer wieder ein bisschen doof finde, ist, dass wir jetzt nochmal überall durch können und alle Rätsel, die wir, ja, halt schon mal gemacht haben, immer wieder noch einmal machen müssen. Aber gut, kann man nicht ändern. Ich muss mich jetzt gerade nur mal kurz wieder orientieren. Wo müssen wir denn jetzt hin? Mussten wir da hin? Ach komm, renn einfach an, verdammt. Das hätte ich jetzt doch nicht tun sollen, aber was soll's. Ah, was würde passieren, wenn ich jetzt eine Bombe dahin werfe? Oh. Ich hätte natürlich... Ich bin so dämlich. Ah, Herz. Gott, jetzt piss dich doch einfach. Ah, okay. Ich schätze, wir brauchen doch ein bisschen mehr als nur einen Part für diesen Tempel. Allein schon durch diese Zeit, die wir dadurch verschwenden, zu warten, bis diese Phantome weg sind. Naja, gut. Was auch immer. Also, genau, da ist der Schlüssel, da müssen wir rein. Das können wir jetzt übrigens wegsprengen, fällt mir gerade mal so ein. So können wir es uns zumindest ein kleines bisschen einfacher machen und, das war mir klar, dass das nichts bringen würde. Apropos. Ach, ich glaube, das müssen wir das jetzt eigentlich überhaupt noch machen. Okay. Okay, müssen wir gar nicht mehr machen. Oh, cool. Also durch Bomben kann es alles ein bisschen... Na, was heißt ein bisschen? Kann es schon ziemlich einfacher werden. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen öffnen. Berühre eine Tür, um sie zu öffnen, aber du kannst sie nur einmal benutzen. Ja, das interessiert uns jetzt gerade nicht, weil ich gerade herausgefunden habe, dass man es sich hier auch viel, viel einfacher machen kann. So. Na, es geht doch. Gut, ah, und ich hatte jetzt schon Schiss, dass wir jetzt hier, wieder durch den ganzen Tempel rennen müssen. Na gut, das müssen wir wohl schon machen, weil wie soll man da durch das Feuer kommen sonst? Ja, wie ging das? Ach ja, der steht... Nein, stopp! Schaut mal da. Allerdings habe ich Angst, dass der mich jetzt sieht. Und er ist so doof und sieht mich nicht. Aber da ist kein Schlüssel. Ja, wie kommt man denn jetzt an den... Ach, ich glaube... Ich glaube, wir können nur so an den Schlüssel, oder? Und das... Ach, verdammt. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich glaube, wir müssen dahin, oder? Ja. Ich glaube schon. War das nicht so, dass man es mit dem Boomerang... Das dann hier... Ja, genau, da. Ach, ich weiß. Aha. Na, es geht doch da. Also so ein bisschen... Ups, da sollte ich jetzt nicht reinrennen. So ein bisschen Erinnerungsvermögen habe ich also noch, wie das hier ging. So. Okay. Dann holen wir uns auch gleich mal den Schlüssel. Ja, ich schätze, den Standardtext lese ich jetzt mal so langsam. Ups, nicht mehr vor. Das
wird ja auch so langsam ein bisschen, naja, unnötig. So. Er hat natürlich nichts gemerkt. Gutes Phantom. Ha. Also, ja, so kann man sich den ganzen Weg schon ein bisschen einfacher machen, ne? So. Okay, jetzt dürfen wir nur wieder diese... Wie hießen sie nochmal? Ich glaube, Forstkristalle oder so schleppen, ne? Ja, ich glaube, daran kommen wir jetzt nicht vorbei, aber... habe ich Pfeil? Nein, ich habe eine Schaufel. Genau, jetzt können wir das machen, was ich euch schon mal zeigen wollte, es aber nicht funktioniert hat. Ja. Weil ich halt noch keine Schaufel hatte. So. Egal, ich gehe jetzt erstmal einmal hier hin. Und hole den von hier. Du hast einen Forstkristall entdeckt. Trage ihn heimlich fort. Gut. Na, dann beeil dich mal ein kleines bisschen, Link. Bevor dich das Phantom entdeckt. Das wäre nämlich nicht gerade so toll. Genau, jetzt... Oh, wir können gleich was Lustiges machen. So. Und... rein da. So. Nummer 1 haben wir. Halt. Oh, da können wir mehr Zeit holen. Auch wenn es wahrscheinlich nur 30 Sekunden sind. Wieso nicht? 30 Sekunden. Okay. Gut. Halt. Was hätte ich denn da machen können? Ah, jetzt habe ich ein kleines Problem. Aber... Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Oh, war das knapp. Wisst ihr noch, wenn man gesehen wird, dann kommt da ja so... Ist da ja so Feuer vor hier, vor der Treppe. Oh Gott. Ich mache wieder riskante Sachen. So, jetzt, huch. Möchte ich mal eben was ausprobieren. Das habe ich nämlich noch nie gemacht, soweit ich weiß, oder? Was zum Teufel ist passiert? Ach, die Dinger sind ausgegangen. Ach, ich weiß, was passiert ist. Hier, diese Stacheln, die hören jetzt auf, hoch und runter zu gehen. Okay. Gut, dann hole ich mir mal hier den nächsten. So, ich glaube, das sollten wir eigentlich noch schaffen, bevor das Phantom kommt, oder? Ja, natürlich schaffen wir das. Locker. Hoffe ich doch zumindest. Okay, jetzt wird's knapp. Okay, okay, okay. Gerade noch mal ebenso geschafft. So. Nummer 2. Gut. Und wir sind noch sehr, sehr gut in der Zeit. Schätze ich mal. Ich hoffe mal. Ach, natürlich sind wir das. So. Jetzt, sollte der mal ein bisschen schneller laufen. Ach. Ich warte mal so lange noch hier in der Schutzzone. Bis der irgendwie weg ist und ich da in Ruhe graben kann. Ah, so, okay. Jetzt sollte es gehen. Bevor ich mir die ganze Zeit hier vergeude. So. Items. Schaufel. Jetzt können wir nämlich hier... hoch. Hey, seht ihr? Seht ihr? Wisst ihr, was ich vorhabe? Hey, ist jetzt nicht mehr schwer herauszukriegen. So. Na komm. Komm. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Und jetzt. Tschüss. Oh, das tut mir aber leid. Jetzt haben wir doch tatsächlich eins von diesen lieben Phantomen ausgeschaltet und, oh, da wäre auch... Da ist auch einer gewesen. Cool. Aha. Okay. Das war doch mal ein Trick, oder? Wir haben das Phantom überlistet. So. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene... Okay, ich wollte das eigentlich nicht mehr vorlesen, aber... Ach, egal. Was soll's. So. Der da oben, der läuft ja immer dann nur im Kreis. Das heißt, der kommt jetzt auch nicht in die Quere.
So. Und unser letzter Forstkristall. Das ging doch mal leicht. Was hat der da eigentlich zu erzählen? Ach, egal. Interessiert keinen, weswegen du gestorben bist. So. Und da hätten wir es doch fast geschafft. Und jetzt sollte die Tür sich öffnen. Ich glaube, dieses Dreieck, das nennt man Triforce oder so, ne? Das hier. Ich, schäme mich gerade selber dafür, das nicht zu wissen, aber die einzigen Spiele, die ich bis jetzt von Zelda kenne, ich weiß gar nicht. Ach, jetzt können wir da durch, okay. Wir haben es bis zur Tür geschafft. Jetzt ist der Lichtgeist der Weisheit dran. Oh, überlass das mir. Das ist die Tür der Weisheit. Ich werde sie mit meiner Weisheit öffnen. Bist du bereit? Dann berühre die Tür. Natürlich bin ich bereit. Yeah. So. Und jetzt können wir weiter in den Tempel vordringen. Wo natürlich jetzt wahrscheinlich auch... ja. Weitere Sachen kommen. Igitt, Augapfelmonster. Lass mich erklären. Das sind Phantomaugen. Wie ihr Name schon sagt, sind sie wie die Augen der Phantome. Wenn dich eins entdeckt, nicht nur wird dich ein Phantom finden, es kommt noch schlimmer. Also sei vorsichtig. Jedoch im Gegensatz zu den Phantomen können diese Kreaturen besiegt werden. Finde sie auf der Karte. Und erledige sie, bevor sie dich entdecken. Ich verstehe. Also musst du sie besiegen, bevor sie dich überhaupt sehen. Auf geht's, Link. Geh zu einer Schutzzone, falls sie dich entdecken. Okay. Mach ich doch glatt. Und jetzt muss ich mich mal eben wieder ein bisschen orientieren. Jetzt ist hier überall Wind und ich glaube... aber wir haben gar keine Pfeile. Nee, das kann ja nicht sein. Ha, ist hier irgendwo ein Loch in der Wand oder so? Oder irgendwas anderes? Ist da irgendwas? Nee, ne? Okay. Aha. Da haben wir was. So, dich machen wir erstmal kalt. Ich habe Angst, dass der wieder sich berappelt. Zack. Wo geht der her? Das Phantom da unten. Okay, der geht da hoch. Gut. Alles klar. Und da haben wir Zeit. Mehr Zeit kann man immer gebrauchen. So. Ach je. Ich mag solche Sachen nicht. Der geht jetzt da oben hoch. Okay. Ich denke, ich muss jetzt da hoch. Nur ohne, dass mich dieses scheiß Vieh sieht. Na komm. Komm. So. Boah, hatte ich jetzt gerade Angst, dass der uns sieht. So, war hier nicht gerade irgendwo? Nee, da sind überall Löcher in den Wänden. Okay. So, Schutzzone. So, du rennst hier doch immer vorbei. Komm her. So. Ach, das mussten wir sogar machen. Wir mussten die sogar alle besiegen. Und, der rennt da runter. Und da haben wir was. Okay, Moment. So.
Ich sehe auch gerade, dass wir unsere Aufnahmezeit für diesen Part erreicht haben. Deswegen, ja, beende ich den Part mal an dieser Stelle und, ja, würde sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Ja, bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.